Ich habe noch keine Zuschauer. Hast du Zuschauer? Und ich sage auch Hallihallo zum relativ kurzen Update-Stream. Und ich kann nur sagen, dass ich im Moment wo auch noch keine Zuschauer habe, weil ich, wie gesagt, gerade vor wenigen Sekunden jetzt live bin. Aber ja. So, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Also Arisch, du wirst wahrscheinlich länger streamen als ich. Bisschen. Ich werde bloß einen relativ kurzen Update-Stream machen, um einfach mal zu zeigen, was so passiert ist. In den letzten 28,5 Stunden sind es mittlerweile. Und deswegen scroll ich mal raus hier. Und ja, es hat sich einiges getan. Einerseits in der Wissenschaft, ne? Wir sind gut in der Wissenschaft vorangekommen. Wissenschaftspaket 3 ist automatisiert. Was? Das war doch heute Nachmittag noch nicht. Meine Fresse. Was ich in der Zeit gemacht habe. Es ja, gibt aber das Problem so, mit der Nummer 2. Es gibt so ein Wort mit K. Ach ja, das nennt sich krank. Okay. Von was redest du? Verstehe ich nicht. Ja, ne, ich verstehe die Frage nicht. So, was kann man so zeigen? Also, ja, wir haben hier den Hauler, mit dem wir jetzt teilweise schon rumfahren. Forschung 4. Warum? Der muss noch auf dem Belt drauf. Ach so, okay. Forschung Paket 4. Ich würde jetzt nicht noch Paket schreiben. Ach so, alles klar. Die Hauler, unsere weltberühmte Pausen- und Raucherumzäunung hier, die muss mal auch mal gezeigt werden, finde ich. Ja, und ja, unsere Stromversorgung hier oben, fangen wir einfach damit an. Das ist einfach mal. Geht. Strom ist immer wichtig, damit kann man immer anfangen. So, womit wird die denn jetzt aktuell befeuert? Wie geil! Mit was wird, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, mit was wird denn die Stromanlage hier befeuert? Was ist denn das? Mit Fuel. Ah, okay. Treibstoff? Also Treibstoff. Okay. Den wir aktuell aus Carbon herstellen, das wir aus Tar herstellen. Okay. Also aber unser Patient liegt im Sterben. Oder beziehungsweise wir halten ihn so einigermaßen künstlich am Leben. Bis es wieder richtig läuft, die Pumpe. Der Patient ist eigentlich schon tot. Okay. Es sind teilweise noch Zuckungen von ihm. Okay, also ich habe jetzt zwei Zuschauer. Hallo an die Zuschauer bei mir. Ja, dich auch. Und ja, wenn der noch am Zucken ist, dann wollen wir den gar nicht zeigen, denn wir zeigen nichts Lebendes. Deswegen zeige ich hier die Baumfarm jetzt. Die auch mal wieder abgerissen wird, weil wir was Besseres bald haben. Ja, das, dafür halt die Update-Streams mal kurz. Von daher gesehen, ja, warum nicht, ne? Hallo und guten Abend zusammen. Ja, PG 1576, du kannst auch im Chat schreiben. Man muss nicht unbedingt eine Nachricht hinterlassen. Das sehe ich im Chat auch. Von daher gesehen, da kann man schreiben. So. Hey Sascha, bei mir hat gerade auch einer gesehen, Sascha schreibt, ey, ich mach meinen Ton an und höre gleich Vögel. Du wusstest nicht gleich, wer online ist. Ja, meine Piepnetze sind mal wieder sehr aktiv heute, weil es heute sehr warm ist bei mir. Tja, Arisch schön, ist halt... Ausnutzen. Oh ja. Und jetzt kommt ein Running Gag für alle Zuschauer. Arisch ist gut zu Vögeln. Was? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, man sollte vielleicht mal sagen, wer heute dabei ist. Genau, Arisch ist ja klar. Jetzt ist Boa gerade dazugekommen und Stasi Klaus. Das ist heute die Besetzung momentan. Ist ja klar. Jetzt ist Boa. So, ja, was kann ich noch zeigen? Wir haben hier dieses, was war das nochmal, Borax langsam angefangen abzubauen. Arisch, das hattest du ja heute Mittag oder schon, ja, heute Vormittag, Mittag, gestern Abend schon angefangen. Ne? Da kannst du ja noch ein bisschen was dazu reden, wie das hier war mit Waschen und Co. Hallo? Hallo. Gut, dann sagt halt nichts dazu. Hörst du mich nicht? Ja, ich höre dich doch. Ja, ich war gerade einen Text am Schreiben. Ach so. Welchen Text denn? Wo denn? Oh, er stellt sich wieder an.
meine Holzproduktion. Seine Zuschauer haben es gesehen, er selbst nicht. Deine Holzproduktion existiert noch. Die läuft auch recht gut. Wir haben sehr viel Holz. Das freut mich. So, die wird noch nicht mehr lange stehen bleiben. Genau, sie wird nicht mehr ewig stehen, weil wir schon was Besseres haben. Das muss nur noch komplett also uns fehlt eine Sache, die wir noch erforschen müssen. Oder erbauen müssen, wie auch immer. Du brauchst dreckiges Wasser. Und wie wir daran kommen, weiß ich noch nicht so richtig. Da gibt es solche Untergrundpumpen. Warte mal. Die sind in Default nicht aktiv. Ach so. Jetzt warte ich immer noch auf, dass der scheiß Zementprozess fertig wird. Okay, dann kann ich ja mal zeigen. Ich weiß gar nicht, was du das machen. Ja, dann ist das schon B. CO2. Genau. Wir brauchen nur ein bisschen was. Ja, wir haben gerade nichts. Irgendwas brauchen wir, dass wir den Prozess zum Laufen kriegen. Danach läuft's von allein. Ja, kannst du daraus CO2 herstellen? Du kannst aus den Pellets CO2 herstellen. Solange wir irgendwann mal die Grünalgen bekommen. Haben wir Grünalgen, geht's los. Jein. Ja, doch, Holzpellets. Ja, wenn man Grün. Ja, irgendwas brauchen wir halt. Aber Holzpellets gibt's nur durch diese scheiß Grünalgen. Olaf schreibt, Mundwasser bekommt man aus Omni. In der Gruppe. Was anders. Ich weiß gar nicht, ob man das gestern bei Arisch im Stream gesehen hat. Hier, wo ich jetzt gerade zeige, war die Fabrikanlage für das gekraschte Sitarite. Da sie, bleibt mal stehen. Ja. Ja. So, und das machen wir jetzt zur Zellulose. Und das Ganze habe ich heute im Laufe des Tages einfach komplett abgerissen und hier unten nochmal einen schönen gebaut. Und ja, das läuft soweit ganz gut. Jetzt haben wir genug Bruchstein, Sitarite. Ich weiß nicht, das sollte laufen. Ja, das staut sich hier, das Bruchstein oder zerkleinerter Stein, wie auch immer man es nennt. Und auch das Sitarite hier läuft ziemlich gut rein. Stiratit, dann ist der kundige Zuschauer weiß, was gemeint ist und lacht sich ins Fäustchen über meine Aussprache. So. Ja. Nicht nur der. Nicht nur der. Boah, du mit deinem Chemie oder Chemie? Ja, A und kein CH machen. Amin. Des Weiteren ist uns aufgefallen, es gibt ja keine Tiere auf dem Planeten an sich, aber bei diesen Knochenmehlherstellungen, da gibt es dann plötzlich Tiere, die hier rumlaufen. Also sehr süß. Also Tiere gibt es vorher auch schon. Du meinst die Aliens als Tiere, oder? Ja. Ist halt eine Frage, ob die nicht die Einwohner sind und damit keine Tiere oder ob die Tiere sind. Ja, gute Frage. Was steht dazu im Forum? Ich weiß es nicht. Ich finde eine interessante Frage. Aber vor allem, was uns auch aufgefallen ist, diese Ralesia Plantation hier, die ist grafisch schon richtig geil gemacht. Also dieser Bogen, der hier noch hin und her fährt, also geil gemacht, muss man sagen. Also da muss man auch mal ein Lob an den Mod-Ersteller, der diesen Mod, zu welchem Omni-Fluid-Mod kreiert hat. Also von der Grafik her ist das schon geil, muss man sagen. Ja, nur ist das mit dem aufs Band legen immer ein bisschen, Ja, wir haben die Kohlenstoffdioxid auf dem Fließband. Ja, das ist aber jetzt in dem Tunnel drin, dass er nie wegfliegt. Ja, welchen Tunnel? Ja, gut. Durchsichtige Haube drauf, das siehst du nur nicht. Darüber kann man ja streiten, wie zum Beispiel das Wasser auf dem Fließband ist oder Vakuum. Oder Vakuum oder Sauerstoff. Also. Vakuum? Ja, du legst ein Vakuum aufs Band. Unlogischer geht's bald nicht. Macht Sinn? Ja, absolut. Ja. Ich weiß auch, wie man das hinkriegt heutzutage. Man nimmt eine Chantal. Oh nein. Ja. Voll leise.
Das ist leise. Heul leise. Heul leise, genau. Komm, gib Gas jetzt. So, und ja, jetzt bin ich einmal, glaube ich, über die Map drüber. Oh, ich habe meine letzten Pellets reingeschmissen. Ja, ich auch. Ach ja. Aber sollte jetzt. Aber ja, es liegt was auf dem Mann. Es liegt was da, er produziert. Und. Wir haben ein Omaha Beach, unsere erste Verteidigungswall wurde gebaut. Oh. Jawohl, geht los. Ja! Aber die andere nicht. Die braucht ein bisschen, da war der Weg länger. Des Weiteren gibt es hier. Yes. Und los geht's. Hier ein Gesicht im See. Wer es erkennt, ne? Meine Kleine will wieder nie einschlafen. Swan Lake? Soll das ein Schwan sein? Und Lake Chicken. Mit daneben ein Omnite-Gesicht. Also ich würde das eher als Vogel sehen, der einen angreift, also so nach Hitchcocks Vögeln oder so, aber gut. Ist halt nun. Ne? Lake Chicken. Also man findet immer auch was Schönes hier auf den Maps. Finde ich. So. Da fährt Boa. War mal eine Runde. Auch im schönen Lila. Warum ist der auch lila? Ja, weil die Spielerfarbe annimmt. Die Farben sind aus. Ich bin gegen was gefahren. Achso, das sind Bäume. Ich bin gegen was gefahren. Hab's nicht gesehen. Boah. Dann macht die Augen weit auf. Verdammt. Oh Mann. Ich hab's nicht gesehen. Ich möchte nie wissen, wie Boa Auto fährt, weißt du so. Sicher. So, ups, da hat was gescheppert. Ach, ein Fahrrad. Ja, wenn es nur ein Fahrrad ist. Oh Mann. So. Also da kommen 60 Algen raus. 60. Wir brauchen 10 Stück für 5 Zellulose. Das heißt, wir kriegen 30 Zellulose raus. Wir brauchen 12 Zellulose für 2 Holz. 120 Algen. Respektive 240. Ja. Die Maschine braucht ein bisschen zum Start. Also, die Stimme auf dem Auf. Ja. Also, ich muss schon sagen, Arisch, irgendwann müsstest du dir Gedanken machen. Erst spielst du heute im Laufe des Tages mit Pilzen und jetzt machst du mit Algen. Also, irgendwas ist komisch. Ja, wie sagt es immer, pass auf, wenn ein Pilz ein Märchen zu dir spricht. Sprechen? Sprechen können Pilze nicht. Oh Mann. Er stellt die Bäume da immer hin. So. Hast du noch Eisen in der Tasche? Ja. Ich glaube, ich habe dann auch soweit alles gezeigt. Ja. Das was reicht, jetzt reicht, mal reicht. So als Update-Video zu sehen ist. Weil. Zu mehr habe ich jetzt auch nicht wirklich heute Zeit, deswegen ist das ein bisschen kürzer Stream, damit ich ihn jetzt gleich noch bei YouTube hochladen kann. Und einen anderen Tag gibt es dann wieder mal längeren Livestream. Wann und welche Uhrzeit sage ich dann bestimmt einen Tag vorher. Mal gucken. Das wird schon. Ansonsten könnt ihr ja bei Arsch reingucken, der streamt ja auch gerade. Oder Boa, der nimmt wahrscheinlich auch auf und lädt es dann morgen, denke ich mal, hoch. Also von daher gesehen habt ihr auch genug woanders zu gucken. Über die Map und ansonsten, ja. Wer nicht. Den speziellen Autofahrer. René, was hat das Ding hier oben zu tun? Welchen Ding? Frag mich Teile? Nur, wer hat die Bäume. Achso, damit hier nur die Hälfte runtergeht. Der Rest wird dann halt wieder eingespeist. Es geht gar nichts runter. Ja, weil bevorzugter Ausgang. Genau, wenn das Ding nicht voll ist, dann. Aber dann ist das doch nur ein Puffer, dann hat das doch... Das hat null Sinn? Ja, aber null. Mach das Ding weg. Sie sehen einen Anfänger bei der Arbeit. Ja.
So macht's noch eher Sinn, ja. So war das auch gedacht. Wurde in meinem Denkprozess unterbrochen. Ich habe nur ein Single Cam Call im Kopf. Du hast Ein Multicore, irgendwie. du hast zwei Kerne. Hat eigentlich irgendjemand meine Meine VU-Schnecke Hose. gesehen? Deine was? Oh nein, es ist noch nicht mal vor 20 Uhr und es kommen solche Nein. Sprüche. Leute. Wieder deine Roboter verloren? Hat gestern alles außer die Roboter in die Kisten gepackt, jetzt ist nichts mehr da. Apriso hat die Kisten zusammengesammelt und da oben Aha. reingekloppt. Ja, da habe ich ja auch Bohr alles reingetan, was ich in den Kisten gefunden habe. Außer die Drohnen, weil die sind ja mit auf den Stack gewandert. Ja. Das erklärt, warum ich 30 habe. Was davon? Ah, 30. Ja, 30. Ja, 30 Drohnen. Aha. Jetzt einer repariert schon sein Auto zum Dank. Siehst du, das war doch ein Dankeschön, oder? Hier, komm. Ja, schon. So, Moment. Ey, eine war zu viel. Danke. Eine raus. Zack, so. Schön. Siehst du, Dankeschön. und schon habe ich wieder eine gute Tat getan heute. Tageswerk vollbracht. Also wir haben schon 25 Drohnen verloren. Nicht alle von mir. Ja, Olaf ist ja auch mal Ich tot, ne? hab auch 5 Stück verloren. Bei Auf der Map. mir haben irgendwie gestern waren plötzlich zwei weg und jetzt schon wieder zwei. Die verschwinden einfach. Also bei mir kann man sehen, 20 Konstruktionsroboter habe ich und mehr jetzt wirklich nicht. Für den Rest bin ich nicht schuld. In dem Sinne sage ich mal, gehabt euch wohl und bis denn dann, euer Prisos. Ciao.